Es ist 8, es ist Dienstag. Schon, Mensch, die Woche rast. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir Ihnen erstmal. Apropos Rasen, heute ist mir einer begegnet, ein sogenannter Dunkelradler. Das heißt, kein Licht am Fahrrad. Die meisten haben noch nicht mal Bremsen und werden auch noch frech, wenn die Polizei sie anhält. Bei der Fahrradkontrolle. Was die Kulisse. Alles Gold, was glänzt. Also ich neige ja auch dazu, ein Fitnessstudio nicht zu besuchen, weil mir einfach die Mitgliedsbeiträge immer zu hoch sind. Ich denke mal, so ein bisschen draußen rumlaufen tut sie ja auch gar nicht. Schwimmt ja auch bei Minusgraden, weißt du. Aber ich denke jetzt anders darüber nach, weil es gibt wirklich super, super Schnäppchen, super Angebote. Das, was noch normal locker über 300 Euro kostet, kostet auf einmal nur noch 60 oder 59 Euro. Aber ist das wirklich so ein tolles Angebot? Gabi, bevor du dich ins Fitnessstudio stürzt, schicken wir Marina vor. Die ist gar nicht so schlecht. Aber die Sauna würde ich dann doch nicht nehmen. Die ist mir ein bisschen zu klein. Wir haben spannende Themen, über die wir reden müssen jetzt. Ja, Gabi, klär mich auf. Mesut Özil hat eine neue Freundin. Ich bin ganz überrascht. Mandy Capresto, kennen wir ja noch als Monroe-Sängerin, war ja auch ganz oft bei uns im Studio, ist in Madrid gesichtet worden, wie sie beide bei frühlingshaften 14 Grad locker flanierten, sich so ein kleines bisschen berührten. Das ist das Zeichen. Das sieht irgendwie nach einer sie neuen sind Liebe fest aus. Zusammen. Ja. Ja. Oder wer weiß, ob sie nicht schon schwanger ist. Also, aber er spielt ja bei Real Madrid. Geht aber schnell. Aber ist, ich meine, ne, warum sollte Mandy Capresto? Spätestens, wenn sie beim nächsten Realspiel auf der Tribüne sitzt, dann können wir behaupten, sie sind ein Paar. Denn du beobachtest es ja eh. Ja. Und dann wirst du uns informieren. Genau. Also, andere Promi-News jetzt im Backstage. Zähl auf dich. Ach, sag mal. Da müssen wir mit dem Kollegen immer mal echt drüber sprechen. Frauen. Apropos Frauen. Ja. Mandy ist ja Capresto von Monroe. Ein Paar sind. Aber wir können uns das schon mal gut vorstellen. Ja, hallo, ne? Warum? Es gab noch kein Foto von Mesut. Gehst du shoppen mit Mesut Özil ohne Hintergedanken? Apropos, ein Bild zu Mesut Özil haben wir natürlich ja auch gefunden. Ein besonders eindrückliches. Da sich versteckt. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Aber man sollte schon mal in die heutigen Tageszeitungen schauen, weil ich finde, Mesut ist sehr erwachsen. Ja. Der hat sich total verändert. Er sieht viel besser aus als noch damals. Vielleicht tut Mandy ihm auch gut. Ja. Wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen. Jetzt schauen wir erstmal, ob es vielleicht bei uns heute zu 14 Grad im Frühling reicht. Ich fürchte nicht. Kennen Sie diesen Vertrauenstest? Sie lassen sich nach hinten fallen und im besten Fall fängt sie jemand auf. Also das muss schon funktionieren, sonst wird es ziemlich schmerzhaft. Es müsste auch schon jemand hinter einem stehen, genau. Im besten Fall. Also ich hätte jetzt hier so ein kleines Auffangpolster hinter mir. Lass dich aber fallen, das reicht nicht ganz. Wir zeigen Ihnen jetzt die Top 5 der misslungensten Vertrauenstests. Hauptsache, Sie werden nicht sauer. Also nachkochen können Sie die Rezepte von Leander allemal. Sie vielleicht. Ich hätte so meine Schwierigkeiten immer noch. Ach, das schaffst du doch. ffs.sat1.de. Viel Spaß beim Kochen. So. Gleich nach unserer Sendung heute, nämlich ab 10 Uhr, beginnt ja in Berlin die Fashion Week. Und da können wir natürlich nicht dran vorbeigehen. Wir haben unseren Casting-Direktor Rolfe losgeschickt. Er wird uns für uns auf den Schauen sich umschauen. Aber nicht alleine, denn Sie, liebe Zuschauerin, können dabei sein. Natürlich kann es auch ein Mann sein. Natürlich, ja, genau. Mann oder Frau, wurscht. Hauptsache ein Zuschauer. Also heute Abend hat Rolfe sich schon eingestimmt. Am Abend, zwar gestern, bei Harald Glückler. Ach du Gott. Die Schlafmütze gibt es halt tatsächlich. So, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr zu schlafen. 2013 ist bei diesem Job schwer umsetzbar. Aber vielleicht wollen Sie ja abnehmen oder nicht mehr rauchen. Haben es schon wieder gebrochen? Es gibt ganz viele gute Vorsätze, die wir uns ja jedes Jahr vornehmen. Und meistens schaffen wir das nicht. Aber wir haben ja Faro. Der hilft Ihnen jetzt ganz genau, Ihre Vorsätze einzuhalten und damit auch gut ins Jahr zu starten. Sie spüren eine angenehme Schwere. Kommen wohlfühlen. Sie werden alles erreichen. Alles, was Sie sich für 2013 zum Ziel gesetzt haben. Alle Wege öffnen sich und machen. Wie fühlst du dich, Gabi? Wir haben ja mitgemacht. Super. Ne? Super. Erfrischt? Mhm. Erfrischt. Wie fühlen Sie sich? Schreiben Sie uns auf Facebook. Wir sind gespannt. Genau. Und in der Zwischenzeit zeigen wir Ihnen, wenn Sie ein internationaler Musikstar wären und Sie nicht wissen würden, was Sie Ihren Kindern zum Geburtstag schenken sollen, da hätten wir einen kleinen Tipp für Sie. Backstage. Ups. Sie sollten unbedingt heute Abend Sat.1 einschalten, denn die Jagd nach dem Heiligen Gral geht weiter. Ja, Lotte kümmert sich gerade ganz intensiv um ihre Familie. Muss auch mal gewaschen werden, denkt sie sich. Lotte. So, es geht um die junge Adlige aus einem belagerten Ort. Und sie versucht, das letzte Buch des Heiligen Gral zu retten.
Und gleich gibt es 500 Euro für Sie, wenn Sie einfach mal dieses Wort ergänzen. Wir haben diesen tollen Preis vorbereitet. Und obendrauf legen wir die 500 Euro im besten Fall. Die kommt per Blitzüberweisung, das heißt, Sie können die Kohle schon morgen ausgeben. Rufen Sie uns an, spielen Sie mit uns 01379 44 21 21, oder schicken Sie uns eine SMS mit dem richtigen Lösungswort an 3x4 3x1. Wir freuen uns, gleich mit Ihnen zu schwatzen und natürlich auch, um die Moneten zu spielen. Unbedingt. So, es gibt schon erste Meldungen. Juliane, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Na, hast du dich auch hypnotisieren lassen? Von wem denn? Von Faro? Achso. Ich habe leider auch später zugeschaltet. Ah. Mist. Hast du dir was vorgenommen fürs neue Jahr? Ja, also ich habe am 11.11. ein Baby bekommen und das ist jetzt erstmal alles frisch und da ist noch viel zu entdecken im neuen Jahr. Total aufregend. Mädchen, Mensch, oder Junge? Ein Junge. Wie heißt er? Konstantin. Dann spielen wir jetzt für Konstantin. Ja. Aber ja, genau. Was haben wir denn gesucht? Höhle. Richtig. Das ist richtig. Und da gibt's den Kaffeeautomaten für die müde Mutti und das iPad für Konstantin. Bitteschön. So. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Oh, Mann. Das ist aber jetzt besonders ärgerlich. Das ist leider falsch geraten. Oh. Ich wollte gerade noch sagen, es ist der große Sat.1-Film. Ich habe den Beitrag wohl in den letzten 2 Minuten gesehen und habe mir noch den Namen von der Schauspielerin gemerkt, aber es war ja klar. Oh, so Juliane, naja, es ist klar, wenn man ein Baby hat, ne, ist man halt tierisch beschäftigt, muss immer hin und her rennen morgens. Ist klar, deswegen, dass man eine Hypnose nicht mitkriegt. Aber Kaffeemaschine, iPad ist doch auch. Sagen, und einen tollen, genau, Konstantin, hallo. Ich bin durchgekommen deswegen. Das ist schon alles super. Ja, mach's gut. Heute. Alles Gute für schönen euch, Tag. Ja. Dankeschön. Tschüss. Auch, ne? Knutsch, ja. Konstantin von uns. Mach ich. Tschüss.